Platz der friedlichen Revolution, so soll der Wilhelm-Leuschner-Platz ab 2013 heißen. Der Oberbürgermeister hatte der Umbenennung des Knotenpunktes am Dienstag zugestimmt. Diese Absicht entspricht einem Wunsch, der schon seit langem diskutiert wird, nämlich die Ereignisse von 1989 auch im öffentlichen Raum zu verankern, also sprich durch die Benennung einer Straße, eines Platzes. Grund für die Wahl des Wilhelm-Leuschner-Platzes: bis zum 9. Oktober 2014 soll hier ein Einheits- und Freiheitsdenkmal entstehen. Doch was halten die Leipziger von einer solchen Umbenennung? So gesehen ist das eigentlich auch wieder ein unnötiger Kostenaufwand, oder? Weil das kostet ja auch alles Geld, die Straßen umzubenennen und die Straßenbahnhaltestelle umzubenennen und die Straßenbahnpläne zu verändern. Und so eigentlich könnte man sich das auch sparen. Warum nicht? So ein kleines Denkmal setzen für das, was in der Geschichte in Leipzig passiert ist, finde ich jetzt nicht schlimm. Also ist auch für die nachfolgende Generation wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht, das auch irgendwie in Erinnerung zu rufen oder halt, dass sie halt wissen, was passiert ist. Der Leuschnerplatz gefällt mir nicht. Das war früher der Königsplatz. Für alte Leute ist der Königsplatz der Königsplatz. Ob das nun die friedliche Revolution ist, das ist... Es ist nicht, wie ich sage, es ist vorbei, Gott sei Dank, aber es ist nicht so wichtig. Also Sie hätten ihn wieder lieber an den Königsplatz, oder? Königsplatz wäre mir am liebsten, aber nach einer alten Frau geht's nicht. Und das ist nun eigentlich nicht der Platz der friedlichen Revolution, denn das hat sich anders abgespielt. Ich bin ja nur damals aktiv dabei gewesen und ich sag mal, bin da schon berührt davon, was damals passiert ist. Aber ich muss es nicht unbedingt umbenennen, meiner Meinung nach. Ich bin mit dem Wilhelm Leuschner ganz zufrieden. Ich habe das gelesen, okay, und ich halte da gar nichts davon. Erstens mal kostet das alles einen Haufen Geld. Das kostet nicht bloß ein paar Mark, das kostet gleich ein paar Millionen dann, die ganze Umbenennung. Und dann halte ich da auch gar nichts davon. Warum immer neue Namen? Bringt das was? Bringt nicht. Die geplante Umbenennung muss jetzt noch vom Stadtrat genehmigt werden. Dies soll im November geschehen. Eines ist jetzt schon klar: der Name Wilhelm Leuschner soll nicht aus dem Leipziger Stadtbild verschwinden. Welche Straße oder welcher Platz diesen Namen tragen wird, ist jedoch noch unklar.